Freitagnachmittag, die letzte Plenarwoche in diesem Jahr, neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben heute Morgen noch einmal das Gute-Kita-Gesetz verabschiedet. Da geht es um mehr als 5 Milliarden Euro zusätzliche Mittel für Kindertagesstätten. Ansonsten sind alle Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr froh, dass es nun in die Weihnachtspause geht. Es war ein aufregendes Jahr, ein Jahr mit vielen Personalentscheidungen, aber auch mit vielen Sachentscheidungen. Wir haben gerade im Herbst das Leben der Menschen jeden Monat Stück für Stück besser gemacht. Wir haben große Fortschritte erzielt im Bereich Pflege, im Bereich Arbeitsmarkt und auch im Bereich Bildung. Wir werden auch im nächsten Jahr weiter daran arbeiten. Ich hoffe, dass Sie uns dabei begleiten werden auf den sozialen Medien. Und wünsche Ihnen allen erstmal ein besinnliches, gutes Weihnachtsfest, einen guten Start in das neue Jahr und freue mich darauf, Sie im nächsten Jahr an dieser Stelle wiederzusehen.